Das Studentenwohnheim ist für so viele von uns ein Zuhause. Doch wie sehr spiegelt sich die Persönlichkeit in einem vorgegebenen Zimmer wider? Drei Studenten haben uns eingeladen. Eine davon ist Michelle. Hey, komm rein. Ich finde, dass Zimmer viel über einen Charakter aussagen können von einem Menschen. Und ich denke auch, dass man in meinem Zimmer schon sehen kann, was ich für ein Mensch bin. Also ich habe 2 Regale voll Bücher und ich hoffe, dass es im Laufe der Zeit noch mehr werden. Das heißt, ich lese ziemlich viel und man sieht, dass ich viel Wert lege, gerade auf Kreativität, weil ich eben gern mal. Deshalb liegen da auch immer überall Stifte rum und Malblöcke. Aber ich wünsche mir, dass da auch noch mehr reinkommt. Also ich würde gerne noch an eine Wand eine riesige Collage hinmachen mit lauter Bildern und Dingen, die ich gemacht habe. Einfach, dass man noch mehr so was Persönliches drin hat. Aber teilweise, denke ich, sieht man meinen Charakter schon. Mach's gut! Hey, komm rein! Mein Zimmer würde ich auch also als meine kleine Wohlfühloase beschreiben. Also wenn ich hier reinkomme, dann denke ich auch, jetzt bin ich daheim, obwohl es mein zweites Zimmer ist. Mein Zimmer macht besonders auf jeden Fall meine Empore. Und wenn nicht jeder hat, einfach noch ein zweites Zimmer im Zimmer. Ich finde, meine Persönlichkeit kann man gut in meinem Zimmer sehen. Allein meine Einrichtung sagt schon viel über mich aus. Aber gleichzeitig sieht man, glaube ich, auch, dass ich viel Fandoms zugehörig bin und mein Hobby auch definitiv ausleben. Ja. Ich meine, nicht jeder hat Perückenköpfe im Zimmer stehen. Das ist gerade ein Projekt, was ich mache. Perücke wird Shizo aus Durarara. Das ist ein Anime, relativ alt. Das ganze Cosplay, das trage ich an Conventions. Also an Messen wie der Comic-Con Stuttgart oder speziellen Anime-Manga-Messen. Oder auch zu kleineren Treffen. Mach's gut! Was macht ihr denn hier? Ja, okay. Schaut euch halt um. Ja, hallo, ich bin der Umut. Und wenn ich mich selbst beschreiben müsste, würde ich sagen, super cool. Mein Zimmer würde ich beschreiben als sehr voll, irgendwie sehr vollgestellt, aber hoffentlich trotzdem individuell. Und es gibt sehr viele tolle Sachen für euch. Was ich verändern wollen würde, das ist eine fantastische Frage. Also, ich glaube, ich will da einen Boden reintun, aber ich habe das ja schon gemacht. Ich glaube, das aller hervorstehendste ist wahrscheinlich, dass ich Videospiele ganz cool finde. Und aber ich stehe auch auf Musik. Deswegen habe ich das Beiß ein bisschen verbunden mit der Vinyl-Schallplattenwand. Das sind nämlich Schallplatten von Videospiel-Soundtracks, also vielleicht sowas in die Richtung. Das ist mein Zimmer, das bin ich. Und ciao!